Hallo, ich sitze hier gerade und warte darauf, dass meine Kanne Tee durchzieht und habe mir ein Wasser hingestellt, denn ich habe heute ein langes Video vor mir, glaube ich. Ich habe euch vor ein paar Tagen bei Instagram und Facebook gefragt, ob ihr noch spezielle Fragen habt zu meiner Schwangerschaft. Ich merke nämlich, dass bei einigen das Interesse da wahnsinnig groß ist. Andere interessiert es nicht so richtig. Deswegen dachte ich, ist es vielleicht am einfachsten, wenn ich das nicht vermische, das heißt nicht die Leute nerve mit dem Content, die es nicht sehen wollen und die Leute im Regen stehen lasse, die aber noch so viele Fragen haben. Ich habe versucht, mit den Fragen, die ich rausgesucht habe, möglichst alle Themengebiete abzudecken, die irgendwie interessant waren für euch, und ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Wann hast du gemerkt, dass du bereit bist, und wie gehst du damit um, dass man immer wieder Angst gemacht bekommt? Ella, ich freue mich so krass für euch, nur das Beste für euch 2,5 und die Katzis natürlich. Schwierige Frage. Ich glaube, es gab bei mir jetzt persönlich nie so einen Zeitpunkt, an dem ich dachte, jetzt bin ich soweit. Freund Fritz und ich, wir sind ja nun schon sehr, sehr lange zusammen und haben über die Jahre auch immer wieder darüber gesprochen, wie das so ist mit Kindern. Ganz am Anfang waren wir beide unsicher, wobei ich schon mehr in Richtung, ja, auf jeden Fall, ich möchte schon Kinder. Und er war noch so in dem Stadium, wo er dachte, ich weiß nicht, ich bin noch viel zu jung, um darüber nachzudenken. Mit der Zeit hat sich das so ein bisschen angeglichen, bis wir dann irgendwann an einem Punkt waren, wo wir beide festgestellt haben, krass, irgendwie fühlen wir uns beide bereit. Ich muss aber dazu sagen, dass es nicht so diesen einen Moment gab. Ich weiß, dass einige immer so ein bisschen erzählen, da gab es diesen einen Moment mit meinem kleinen Neffen oder diesen einen Moment auf dem Spielplatz oder in der Straßenbahn, wo dieses kleine Kind mich angelacht hat und ich dachte plötzlich, ja, ich will auch eins. Den hatte ich nie, das kam eher so schleichend, gerade weil Freund Fritz und ich da auch versucht haben, möglichst für uns beide den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Das heißt, nicht sozusagen anzufangen mit Kinderplanung, wenn einer noch nicht so weit ist oder umgekehrt. Was die Angstmacherei angeht, muss ich ja leider recht geben, das kenne ich auch. Das hatte ich schon, bevor ich schwanger geworden bin, aber eben jetzt natürlich verstärkt, dass oft einfach Leute auf mich zukommen, die erfahrene Mamis und Papis sind und die das Gefühl haben, mich vorwarnen zu wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Gedanke dahinter kein Haha, jetzt mach ich dir mal richtig Angst ist, sondern vielmehr so ein Ich will dich vorwarnen, damit du weißt, was auf dich zukommt und so weiter. Aber ich persönlich empfinde das immer wieder als beängstigend und auch eher als abschreckend, um ehrlich zu sein. Mir hilft es absolut nicht, wenn mir jemand sagt, die nächsten 6 bis 10 Jahre wirst du nicht mehr schlafen. Das ist was, was man hört und denkt, oh Gott, ich glaube, das kann ich nicht. Und ich glaube, je mehr mir Leute diese Sachen gesagt haben, um mich vorzuwarnen, desto eher bin ich wieder einen Schritt zurück und habe mir noch mehr Zeit gegeben, weil ich nicht sicher war, ob ich dazu bereit bin. Mit der Zeit habe ich aber auch Mamis und Papis getroffen, die schon auch ehrlich mit mir gesprochen haben, aber die auch realistisch mit mir gesprochen haben und gesagt haben, es kommt eben auf den Menschen an und auf das Kind an und auf die Beziehung an. Und je nachdem, wie gut man zusammenarbeitet und was man für Hilfe hat und so weiter, ist es schwieriger oder leichter. Von daher, ja, habe ich irgendwann verstanden, dass es auch so ein bisschen daran liegt, wie ich mit der Situation umgehe und was ich bereit bin sozusagen zu tun und wo ich eine Grenze ziehe und wo ich anfange, mir Hilfe zu suchen. Hilfe ist ja auch so eine Sache, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, was oft so ein bisschen, ja, verpönt ist, oh, die hat sich jetzt Hilfe mit der Kindererziehung geholt oder die hat jetzt eine Putzfrau, seit sie ein Kind hat oder so. Ich finde, das hat überhaupt nichts mit Faulheit zu tun, sondern einfach mit einer Mama, die für sich ganz klar die Entscheidung trifft, das kann ich und hier ist meine Grenze und jetzt ab hier brauche ich Hilfe. Wenn es okay ist für dich, darüber zu sprechen, habt ihr es lange versucht oder hat es direkt geklappt? Ich würde gerne wissen, was euch geholfen hat. Hast du Erfahrung mit Ovulationstest und der Temperaturmethode? Noch jemand fragt, lohnt es sich, über Schwierigkeiten beim Schwangerwerden zu sprechen und sich da zu überwinden, oder hat eigentlich niemand dazu wertvolle Beiträge im Umfeld außer den Medizinern? Und es gab ein paar Fragen zur Endometriose, das hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet in einem Video. Und ich dachte, ich packe das mal alles ein bisschen zusammen und erzähle euch grundsätzlich, wie das bei uns so gelaufen ist. Okay, also um ehrlich zu sein, vor dieser Frage hatte ich am meisten Schiss, obwohl ich wusste, dass sie kommt und obwohl ich mich vorher auch schon dazu entschieden hatte, sie zu beantworten. Ich glaube einfach, dass dieses ganze Thema rund um Fruchtbarkeit und schwanger werden oder nicht super viel mit Scham besetzt ist. Ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt, weil ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der gelästert hat über jemanden, bei dem es länger braucht mit dem Schwangerwerden. Ich persönlich habe noch nie jemanden gehört, der darüber böse gesprochen hat oder gehässig gesprochen hat. Es wird mit Sicherheit auch solche Leute geben, aber ich bin ihnen nicht begegnet und trotzdem war das auch für mich ein Thema, was ich ungern besprochen habe mit Leuten. Fritz und ich haben ungefähr, würde ich sagen, ein Jahr vor der Hochzeit aufgehört, Sachen zu verhindern. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das so zu nennen und nicht zu sagen, wir versuchen es, sondern wir hören auf zu verhindern, weil sich das nicht so erdrückend anfühlt irgendwie. Uns war beiden klar, dass es ein bisschen länger dauern könnte, weil ich eben Endometriose habe und
Von daher waren wir auch ein bisschen darauf eingestellt, dass es nicht gleich klappt. Ich habe die erste Zeit auch mich absolut nicht beschäftigt mit Fruchtbarkeitszyklen und Temperaturmessen und Ovulationstests und all diesem Kram, weil ich dachte, wenn es passiert, passiert's und wenn nicht, dann nicht. Ich würde sagen, ungefähr ein halbes Jahr nach der Hochzeit habe ich angefangen, Panik zu kriegen. Ich wusste ja um meine Krankheit, wer jetzt keine Ahnung hat, was Endometriose ist, für den kann ich das ja mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen zumindest. Das ist eine Krankheit, die offiziell bei ungefähr 10% der Frauen auftreten soll. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist mehr, vielleicht einfach, weil die Frauen, die Endometriose haben, anfangen, mehr darüber zu sprechen. Ich weiß es nicht. Es kommt mir auf jeden Fall mehr vor. Und ich habe es vor allem erstmal daran gemerkt, dass ich immer schon sehr, sehr, sehr starke Schmerzen hatte, wenn ich meine Tage bekommen habe. Es ging damit los, dass ich in der Schule abgeklappt bin, dass ich mich übergeben habe, dass ich Magen-Darm-Probleme hatte immer und einfach so Rückenschmerzen, alles, was so dazugehört. Und ich habe lange, lange einfach gedacht, das ist normal, das haben alle so. Bis dann so die Ersten zu mir gesagt haben, ja, aber wieso bleibst du einen Tag zu Hause, wenn du deine Tage kriegst, du bist doch nicht krank. Und ich dachte, wie zum Henker macht ihr das? Bin ich irgendwie ein Weichei? Warum geht es mir so schlecht? Warum können alle anderen aussehen, als wenn nichts mit ihnen ist, während ich kreidebleich im Bett liege und denke, ich muss sterben jeden Monat? Und es hat ein bisschen gedauert, bis dann sozusagen dieser Begriff überhaupt bei mir angekommen ist und bis ich dann tatsächlich auch den Mut gefasst habe, mit einer Ärztin darüber zu sprechen. Effektiv ist Endometriose einfach so, dass man im Bauchraum und manchmal auch an Organen dran Gewebe hat, was so ein bisschen dem Gebärmuttergewebe ähnelt. Das bedeutet, es reagiert genauso wie auch die Gebärmutter selbst auf den Zyklus. Das heißt, dass natürlich auch, wenn man seine Tage bekommt, dieses Gewebe darauf reagiert und sich so ein bisschen erweitert und eigentlich bluten möchte, wie die Gebärmutter ja letztendlich auch, aber nicht kann, weil ist im Bauchraum und kein Platz und so weiter. Und das verursacht unfassbare Schmerzen und entzündet sich und macht eben Verwachsungen, die den Darm beeinträchtigen können, die andere Organe beeinträchtigen können und eben auch dafür sorgen können, dass was im Weg ist und eben einfach die Fruchtbarkeit nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und tatsächlich zu 100% diagnostizieren kann man das nur über eine OP. Ich persönlich habe mich gegen eine OP entschieden. Meine Ärztin hat damals alles Mögliche abgetastet und hat mit dem Ultraschall geguckt und hat gesagt, also es ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich bei mir, gerade auch wenn meine Symptome eindeutig in diese Richtung gehen. Und sie hat damals auch nach dem Ultraschall gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwanger werde, nicht besonders hoch ist, was natürlich nicht so besonders schön ist zu hören. Sie meinte, dass eine Option wäre, einfach eine OP zu machen und sozusagen das Gewebe entfernen zu lassen, dass die Gefahr natürlich, dass irgendwas kaputt geht. Und ich wusste, dass ich danach erstmal mindestens 6 Monate lang die Pille nehmen muss. Und ich kenne einfach meinen Körper sehr gut. Ich weiß nicht, wer von euch mein Pillenvideo gesehen hat, aber ich wusste, wenn ich die Pille nehme, dann wird das ungefähr 2 Jahre dauern, bis die wieder aus meinem System ist. Und ich weiß nicht warum, vielleicht war es dumm, aber das wollte ich auf keinen Fall. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und wir haben einfach Sachen so laufen lassen, wie sie waren. Aber wie gesagt, irgendwann kam auch bei mir so der Frustrationspunkt und der Punkt, an dem ich Schiss gekriegt habe und gedacht habe, oh Gott, vielleicht klappt es auch einfach nicht, vielleicht dürfen wir keine Eltern werden, vielleicht soll das nicht so sein. Und das hat mich schon sehr traurig gemacht und das war auch zum Beispiel so ein Moment, an dem ich noch mal mehr gemerkt habe, wie sehr ich mir das wünsche. Und dann habe ich schon auch mich so ein bisschen umgeguckt nach Methoden, die ich benutzen kann, um einfach ein bisschen besser meinen Körper zu verstehen und zu wissen, wann ist denn gut der Zeitpunkt und wann nicht und so weiter. Und die Temperaturmethode ist eben eine sehr, sehr gängige Methode. Das bedeutet im Grunde, dass ihr morgens, wenn ihr wach werdet, immer gleich eure Temperatur messt und je nachdem, wie die Temperatur hoch und runter geht, ist eben der Eisprung nah oder nicht. Das Problem war, dass ich insgesamt 3 verschiedene Thermometer hatte und alle 3 haben nicht funktioniert. Ich weiß nicht so genau, ob ich einfach sehr unruhig schlafe oder mich zu viel frei wühle oder dann eben auch nicht, aber meine Temperatur ging immer so. Immer. Und ganz am Anfang habe ich noch gedacht, oh Gott, vielleicht ist mein Körper komplett im Eimer, vielleicht geht bei mir gar nichts. Aber ich habe dann gelesen, dass das auch mit Endometriose zu tun haben könnte. Deswegen habe ich irgendwann für mich den Entschluss gefasst, dass das vielleicht keine Methode ist, die für mich funktioniert und habe dann über eine Freundin auch von diesen Ovulationstests gehört, die man dann sozusagen in einem gewissen Zeitraum seines Zyklus machen kann, die einfach ähnlich wie ein Schwangerschaftstest funktionieren. Man pullert drauf und dann sieht man entweder einen Strich oder nicht, der einem anzeigt, okay, du hast heute einen Eisprung oder nicht. Und das habe ich eine Weile gemacht, einfach nur, um für mich auch zu verstehen, wie ist das überhaupt und wie lange hat man so einen Eisprung. Und bei mir ist es immer exakt genau 1 Tag. Eine Freundin von mir sagt immer, sie hat 3 Tage. Bei mir ist es 1 Tag. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist auch nicht so hoch. Von daher ist es gar nicht schlecht zu wissen, zumindest, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich habe mich
vielleicht klingt das komisch, aber ich habe mich nach wie vor gewehrt, nach dem Test sozusagen mich zu richten und auch Freund Fritz dazu zu zwingen, sich danach zu richten. Ich finde das persönlich einfach so unromantisch und so schrecklich, dass ich dachte, wenn es an dem Tag so ist, dann ist es so und wenn nicht, dann nicht. Und von daher war es wirklich nur eine Methode, um für mich meinen Körper besser zu verstehen. Dann kam der Zyklus, bevor es geklappt hat. Und als ich da meine Tage bekommen habe, habe ich wirklich gedacht, ich sterbe. Das klingt immer so dramatisch für Leute, die das nicht kennen. Ihr könnt das wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen, aber es war wirklich so, dass ich auf allen Vieren im Bad lag und immer wieder abgeklappt bin und mich übergeben habe und wieder abgeklappt bin und so weiter. Und das war einfach so schrecklich und ich hatte so eine Schmerzen, dass ich dachte, okay, ich habe die Schnauze voll. Das geht so nicht weiter. Ich muss wahrscheinlich wirklich über eine OP nachdenken, denn das wird halt mit der Zeit auch immer intensiver, diese Schmerzen. Und war dann auch nochmal beim Frauenarzt und habe das mit ihr besprochen. Und da hat sie eben auch nochmal in den Bauchraum geguckt und hat gesagt, machen Sie sich nicht allzu viele Hoffnungen. Ja, und wahrscheinlich kann man sich das vorstellen und vielleicht kennen einige von euch das auch. Das war ein sehr, sehr, sehr schrecklicher Moment und hat mir einfach große Angst gemacht und mich wahnsinnig traurig gemacht. Und ich habe dann für mich so ein bisschen im Kopf, weil ich wirklich diese blöde OP irgendwie verhindern wollte, beschlossen, dass ich im Januar einen Termin machen möchte bei einem Experten hier auch in Berlin, zu dem auch eine Freundin von mir geht und mich da beraten lassen möchte und so ein bisschen die Werte nehmen lassen möchte und so weiter. Der kann dann auch nochmal ganz anders sich das Ganze angucken und es auch nochmal ganz anders operieren und behandeln. Von daher war das der Plan. Dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Und es hat uns natürlich wahnsinnig gefreut, gerade nachdem die Ärztin sozusagen gesagt hat, die Chancen stehen nicht besonders gut, dass es gerade dann klappt, war für mich so der absolute Höhenflug und die absolute Erleichterung. Und ja, wir sind wahnsinnig glücklich darüber, dass es geklappt hat. Aber was ich auch gelernt habe über die letzten Jahre, gerade mit dem Thema, ist, wie emotional das Ganze ist. Und dass es einfach ein Thema ist, was man einerseits irgendwie nicht so gerne anspricht, aber andererseits hilft es auch total, sich einfach mal auszutauschen. Ich habe das irgendwann dann auch mal so mit meinen engsten Freundinnen gemacht und habe ihnen davon erzählt. Und einige haben dann einfach jeden Monat sich mein Geheul angehört, wenn meine Tage kamen und haben jeden Monat mir Mut zugesprochen und mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Und das war ganz, ganz wichtig für mich und meine Psyche. Ich weiß jetzt aber auch, wie unangenehm es ist, wenn Leute nachfragen. Egal wie lieb das gemeint ist, egal wie sehr Leute versuchen sozusagen zu zeigen, dass sie Anteil nehmen. Das ewige Nachfragen und hat es geklappt, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Genauso wie auch die Frage, bist du schwanger? Das sind so Sachen, die mich inzwischen wahnsinnig wütend machen, gerade weil ich eben weiß, wie ich das anfühlt, weil ich immer denke, wenn ich schwanger wäre und ich habe es dir noch nicht gesagt, hat das vielleicht einen Grund? Ich möchte jetzt auf keinen Fall den Zeigefinger heben, aber vielleicht hilft euch dieser Einblick in meine Geschichte so ein bisschen zu verstehen, wie schwierig diese Frage ist und vielleicht hilft es euch so ein bisschen Feingefühl zu entwickeln in solchen Situationen und einfach zu bedenken, dass ihr nie wisst, was euer Gegenüber gerade durchgemacht hat. Ob es jemand ist, der seit Jahren versucht und es klappt einfach nicht. Ob es jemand ist, der gerade eine Fehlgeburt hinter sich hat. Das sind alles so Sachen, das weiß man nicht. Das ist auch immer noch was, über das viele schweigen, einfach aus Scham wahrscheinlich. Und an der Stelle, glaube ich, ist es nicht so angenehm, wenn man dann auch noch drauf angesprochen wird. Eine Frage, die in einer Schwangerschaft oft zu kurz kommt, wie geht es dir? Körperlich, seelisch, insgesamt auch mal losgelöst von der Freude über die kleine Bohne. An erster Stelle steht immer noch natürlich die Freude darüber, dass es geklappt hat. Gerade nach unserer Geschichte kommen wir beide einfach immer noch an so Momente, an denen wir denken, krass, dass wir so viel Glück haben dürfen, das ist wirklich verrückt. Aber es ist nicht alles rosig. Schwangerschaft ist für mich persönlich sehr viel schwieriger, als ich dachte. Ich weiß, dass es Frauen gibt, die fühlen sich total wohl und ihrem Körper und einfach mit sich selbst und sind zufrieden. Und mir geht's eher genau andersrum. Ich fühle mich absolut nicht wohl in meinem Körper. Ich bin zwar immer sehr dankbar, wenn ich da runter gucke und sehe, dass da der kleine Bauch wächst. Was bedeutet, dass die kleine Bohne größer wird. Aber gleichzeitig fühle ich mich nicht wohl. Auch wenn ich weiß, dass es gut ist, dass es alles so ist, wie es ist. Aber als jemand, der eigentlich schon fast sein ganzes Leben lang immer wieder auch mit Gewichtsproblematiken zu kämpfen hat und man mehr, mal weniger wiegt und wirklich dafür kämpfen muss, ein Gewicht zu haben, womit ich mich wohlfühle, ist es nicht so leicht zu akzeptieren, dass ich mehr werde. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch das ist ein Tabuthema, das dürfte man eigentlich als Schwangere nicht sagen. Und ich weiß auch, dass es da draußen Leute geben wird, die das ganz schrecklich finden, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, das öffentlich auch zu sagen und euch zu erzählen, weil ich einfach weiß, dass ich nicht damit alleine bin. Je mehr ich mich mit anderen Schwangerinnen oder ehemals Schwangerinnen unterhalte, desto mehr merke ich, dass das wirklich was ist, was ganz, ganz, ganz viele haben. Und neben diesem körperlichen Aspekt
merke ich auch, dass ich ganz schön in mir drin mit meiner Psyche zu tun habe. Auch an der Stelle wieder, versteht das nicht falsch, ich bin wahnsinnig dankbar, dass alles so ist, wie es ist. Und ich bin so froh, dass ich eine Mama werden darf, aber gleichzeitig habe ich total zu tun damit, das zu akzeptieren in meinem Kopf. Das klingt total absurd, aber als jemand, der eigentlich immer gerne aktiv ist und unterwegs ist und arbeitet und produktiv ist und ständig den Kopf voller Ideen hat, ist es so schwer zu akzeptieren, dass man ab und zu eine Bremse einlegen muss, beziehungsweise ab und zu wird einfach die Bremse für einen eingelegt, man kann nichts machen. Ich hatte zum Beispiel vor, dieses Video, was ich jetzt gerade drehe, letzte Woche zu drehen und letzte Woche Sonntag oder Samstag online zu haben. Ich habe das ganze Wochenende im Bett gelegen, weil ich absolut erschossen war. Ich merke einfach natürlich, dass die Hormone in mir verrückt spielen und deswegen auch die Gedanken absolut verrückt spielen. Es gibt Tage, an denen ich denke, oh mein Gott, ich bin so glücklich, ich bin der glücklichste Mensch der Welt und wie so ein Flummi durch die Wohnung flitze. Und dann gibt es Tage, an denen ich in der Ecke sitze und denke, oh Gott, scheiße, hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht. Hoffentlich habe ich nichts Falsches entschieden. Hoffentlich bin ich wirklich bereit jetzt für ein kleines Menschlein, um das ich mich jetzt kümmern muss. Hoffentlich kriegen wir das alles hin, hoffentlich passt das alles. Es ist also viel mit Sorge verbunden. Und das jetzt so auszusprechen, ist so absurd, nachdem ich die letzten 2, 3 Jahre mir so sehr gewünscht habe, dass es klappt. Jetzt mit diesen Gedanken konfrontiert zu sein, ist wirklich bescheuert, aber ich kann es nicht ändern. Und das ist auch was, was sich nicht so angenehm anfühlt und was man natürlich auch nicht so gerne mit anderen bespricht, weil man gefühlt immer gleich einen Stempel aufgedrückt kriegt von jemandem, der einfach es nicht verdient hat oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist eine ganz komische Situation und ich glaube auch Schwangerschaft hat an vielen Stellen so Punkte, die sehr viel Emotionalität bei allen möglichen Leuten auslösen, auch wenn es ja eigentlich nur um einen selbst geht in dem Moment, denn man selber hat in dem Moment vor allem mit sich zu tun und mit den Veränderungen seines Körpers und seines Geistes und man kann es mit ganz, ganz wenig Leuten besprechen, was super unangenehm ist. Ich weiß natürlich, dass solche Themen, die ich jetzt nur angerissen habe, im Internet für sehr, sehr viel Hate sorgen werden und Leute auf den Plan rufen werden, die sich angegriffen fühlen oder die das nicht nachvollziehen können oder wollen, weil sie vielleicht auch emotional in der Situation stecken und gerne ein Kind kriegen möchten und mich jetzt sehen, wie ich hier sitze und sage, ja, es hat geklappt, aber ich glaube, ich bin nicht so ganz glücklich. Ich kann nachvollziehen, wo das herkommt. Aber ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir anfangen, über solche Sachen zu sprechen, einfach weil man sich dann nicht mehr so alleine fühlt, wisst ihr, was ich meine? Diese Gefühle zu haben, löst ganz, ganz schnell so ein Schuldgefühl in einem aus und so ein Gefühl von, oh Gott, ich bin ganz falsch in meinem Kopf. Und ich glaube, es könnte helfen, von anderen zu hören, dass es ihnen ähnlich geht, damit man sich einfach nicht so allein fühlt. Deswegen werde ich diese Themen gerne auch nochmal ein bisschen intensiver ansprechen, mit euch besprechen, auch wenn ich echt Schiss bei der Reaktion habe. Hattest du mit Übelkeit zu kämpfen und was hat dir geholfen? Welche Beschwerden oder Wehwehchen hast du aktuell und was hilft dagegen? Wisst ihr schon, was es wird? Wenn nicht, welche Tendenz habt ihr? Welches Gefühl? Wie geht ihr das Thema Toxoplasmose an? Viele, viele, viele Fragen. Das erste ist Toxoplasmose. Wenn ihr nicht wisst, was das ist im Grunde ein, ich bin kein Mediziner, aber ein, ich glaube, Virus, der von Katzen übertragen wird und zwar insbesondere, glaube ich, Katzenurin und Katzenkot, also was man sich holen kann, wenn man Katzenklo macht. Das ist grundsätzlich nichts Schlimmes für einen normalen Menschen, das macht einem nichts, das spürt man überhaupt nicht. Aber es kann eben schwierig für das Baby sein und dem Baby was tun. Deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen, da gibt es auch einen Test, den man machen kann beim Frauenarzt und so weiter. Seit ich 13 bin oder so, haben wir Katzen im Haushalt und ich war immer fürs Katzenklo zuständig, von daher habe ich mir schon gedacht, dass ich mich wahrscheinlich mit dem Virus angesteckt habe. Aber trotzdem haben Freund Fritz und ich uns dafür entschieden, einfach aus Vorsicht, schon vor einer ganzen Weile, also schon vor, ich glaube, über 1,5 Jahren, dass er die Säuberung übernimmt und ich damit erstmal nichts zu tun habe, solange bis es vielleicht klappt und auch danach und so weiter. Deswegen sind wir da relativ safe, glaube ich. Das ist auch so eine Entscheidung, die man treffen muss. Das bedeutet nicht, dass man als Schwangere das Katzenklo nicht machen kann. Ich glaube, wenn man diesen Test gemacht hat und der sagt, das ist alles schnieke, du hast den Virus schon, ist alles gut, aber wir wollen einfach kein Risiko eingehen, weil ja bei uns sowieso die Sterne nicht so gut standen, haben wir gedacht, so ein großer Aufwand ist es nicht, dann drehen wir das so rum. Was meine Beschwerden angeht, Freunde der Sonne. Es hatte seine Gründe, dass die letzten Monate die Videos einfach mega, mega unregelmäßig kamen. Ich habe die ganzen, glaube ich, ersten 3 Wochen, in denen ich es wusste, gedacht, Mensch, ich merke ja gar nichts. Vielleicht haben die sich auch geirrt, wer weiß. Und dann ging es los. Ich hatte so krass zu tun mit Übelkeit, das ist schon wirklich nicht mehr feierlich. Ich weiß von meiner Mama, dass sie das auch ganz schlimm hatte und dass sie, glaube ich, auch die ersten 4 Monate sogar ganz, ganz schlimm mit Übelkeit zu tun hatte und so weiter. Aber ich hatte trotzdem keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe so viel Zeit im Bad verbracht. Ich habe so viel
dieses Klo bei uns im Bad umarmt. Mir ging es so schlecht. Und wenn ich mich nicht gerade übergeben habe, habe ich mit Schüttelfrost im Bett gelegen. Obwohl man weiß, dass es ein normales Symptom ist, hat man trotzdem zwischendurch das Gefühl, oh Gott, das kann doch nicht normal sein, dass ich mich so viel übergeben muss. Und es brauchte ewig, bis ich das irgendwie eingependelt habe. Ich habe es mit meiner Ärztin besprochen. Die hat mir Vitamin B12 empfohlen, was ich dann auch regelmäßig genommen habe. Und damit wurde es tatsächlich besser. Und dann eben auch nochmal der Tipp von einer Freundin, der wieder so naheliegend ist, dass ich mir fast an den Kopf fassen möchte, dass ich das nicht wusste, einfach so ein bisschen auf seinen Zuckerspiegel zu achten. Möglichst nichts Zuckerhaltiges zu trinken oder zu essen, denn sobald der Zuckerspiegel runterfällt, fängt diese Übelkeit an, extrem zu werden. Und das habe ich tatsächlich eingehalten und von dem Punkt an wurde es besser. Ich habe jetzt immer noch so Tage, an denen mir nicht so gut ist, aber ich habe mich, glaube ich, jetzt seit, ich glaube, 3 Wochen nicht mehr übergeben, was ganz nett ist. Das andere große Symptom ist eine absolut absurde Müdigkeit, die von jetzt auf gleich kommt. Ich habe wirklich Tage, da geht es mir wunderbar. Ich sitze am Rechner und schneide gerade und habe richtig gute Laune und höre Musik. Und innerhalb von 5 Minuten merke ich, wie mein Körper so komplett runterfährt. Und während es passiert, denke ich, was ist los? Bis zu einem Punkt, wo ich wirklich da sitze und denke, ich kann jetzt nichts anderes mehr tun, als mich hinlegen. Ich muss mich jetzt hinlegen. Und dann falle ich ins Bett. Inzwischen weiß ich auch ein bisschen, woran es liegt. Das hat bei mir tatsächlich auch eine körperliche Ursache. Ja, was genau das ist, glaube ich, möchte ich momentan nicht mit dem Internet besprechen, weil ich das erstmal irgendwie selber in den Kopf kriegen muss und verstehen muss und so weiter. Und das sind ja eben auch so Sachen, die man nicht so gerne bespricht. Ich glaube, wenn die Bohne dann da ist, kann ich das gerne mal erzählen, was da jetzt genau das Problem war. Aber ich weiß sozusagen, dass das nicht einfach nur so eine normale Schwangerschaftsmüdigkeit ist, sondern wirklich, als würde mir jemand auf den Kopf hauen und zack, ich bin für 3 Stunden ausgenockt. Also die ersten Wochen überhaupt keinen Kaffee riechen. Jeden Morgen, wenn ich Freund Fritz den Kaffee gemacht habe, und lasst mich euch sagen, er hat mir mehrfach gesagt, ich kann ihn auch selber machen, aber nein, ich wollte ja die gute Hausfrau sein. Jeden Morgen, wenn ich diesen Kaffee gemacht habe, habe ich gedacht, ich muss mich übergeben. Ich fand das so eklig, dieser Geruch. Und dann zwischendurch habe ich so ein bisschen mich von der Seite angeguckt und gedacht, ernsthaft, du? Gott sei Dank hat sich das inzwischen gelegt und so ein bisschen Appetit auf Kaffee kommt zurück. Essen nach wie vor überhaupt nicht so wie früher. Ich habe ja locker früher 6 Tassen Kaffee getrunken. Inzwischen trinke ich eine, allerhöchstens mal 2. 2 wirklich nur, wenn ich nachher das denke, oh, ich habe richtig Appetit drauf. Ich halte mich da so ein bisschen auch an mein Gefühl. Ich habe mit meiner Ärztin darüber gesprochen und gefragt, wie viel Kaffee ich überhaupt darf. Und sie meinte, 1 bis 2 Tassen sind vollkommen okay. Und ich halte mich jetzt einfach danach, wenn ich Appetit drauf habe, trinke ich Kaffee und wenn nicht, dann nicht. Ich habe auch morgen dann, den ich denke, nee, heute ist mir nicht so. Und das ist total absurd, wenn man überlegt, wie viel Kaffee ich vorher getrunken habe. Völlig absurd. Und ja, Freund Fritz und ich wissen inzwischen, was es wird. Und ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich freue mich einfach sehr. Ich habe witzigerweise von Anfang an gesagt, dass es das wird, was es jetzt tatsächlich wird. Und Fritz und ich haben darüber sehr gelacht, weil wir eine riesengroße Namensliste in meinem Handy angelegt haben. Und wir hatten wahnsinnig viele Namen von dem genau anderen Geschlecht. Und für das Geschlecht, was es jetzt wird, haben wir einen Namen, den ich schön finde und Freund Fritz ganz, ganz schrecklich. Deswegen, ja, war sein Kommentar dazu nur, als wir es rausgefunden haben, schön, das Kind macht jetzt schon Ärger. Aber wir sind beide wahnsinnig happy darüber, dass es das wird, was es wird. Obwohl ich auch glaube, wir wären andersrum happy gewesen, ist scheißegal. Oh mein Gott. Macht ihr jeden Tag bzw. jede Woche ein Foto von deinem Bauch, von deinem Profil? Aktuell nicht. Was einfach daran liegt, dass ich psychisch sehr, sehr zu tun habe mit der Veränderung meines Körpers. Ich kann das momentan einfach absolut nicht feiern, nicht mich darüber freuen, in dem Sinne, dass ich denke, oh, ich möchte unbedingt sehen, wie sich das verändert und so weiter. Ich habe damit angefangen, weil ich dachte, oh, es wäre so schön und es sieht dann ja auch so schön aus, wenn man das dann so durchklicken kann oder auch einfach im Videoprogramm dann so aneinanderlegt, dass man wirklich sieht, wie krass der Bauch wächst. Aber ich habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig auf die Psyche schlägt. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, das zu machen. Und ich glaube jetzt auch, das war die beste Entscheidung. Manchmal möchte man unbedingt Sachen machen und merkt aber, wie schlecht es einem tut. Und dann, finde ich, hat es nicht so richtig Sinn. Klar wäre es schön, die Bilder zu haben, aber ich weiß genau, dass es mir jetzt gerade einfach nicht gut tun würde. In der wievielten Schwangerschaftswoche bist du? Ich hoffe, das ist nicht zu privat für dich. Ich bin aktuell, lasst mich nachgucken, ich bin aktuell 17 Wochen schwanger. Hast du dich ganz bewusst gegen Ratgeber oder für Fachliteratur entschieden oder vielleicht ganz dagegen, dich zu belesen? Glaubst du, man kann und sollte auf sein Bauchgefühl hören? Oder haben wir das vielleicht verlernt durch so viel Angst und sämtliche Einflüsse? Ich habe mir auch, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele am Anfang, super viel Literatur gekauft, vor allem Literatur rund ums Thema Essen, weil ich irgendwie am Anfang ein bisschen brauchte, um zu verstehen, was darf ich eigentlich essen und warum darf ich bestimmte Sachen nicht essen, und habe am Anfang erstmal nichts gegessen von dem, was nicht empfohlen wird, bis ich dann auch mit meiner Frauenärztin darüber gesprochen habe, die meinte, bestimmte Sachen kann ich schon so machen, wenn ich einfach absolut Lust darauf habe, dann sollte ich mich da jetzt auch nicht unbedingt so ganz krass einschränken.
Von da habe ich das gemacht und auch viel dazu gelesen. Und ich hatte mir einen Ratgeber gekauft, der so ein bisschen beschreibt, jede Woche was passiert, welche Symptome hat man, was passiert im Körper mit einem, was sollte man jetzt sozusagen abarbeiten in dieser Schwangerschaftswoche. Und auch an der Stelle habe ich gemerkt, dass mich das unfassbar gestresst hat und unfassbar unter Druck gesetzt hat, weshalb ich einfach auch da einfach aufgehört habe, das Buch zu lesen. Ich habe es wieder in den Schrank gestellt und da steht es jetzt und ich gucke es mir nicht an. Momentan verlasse ich mich absolut auf mein Bauchgefühl und absolut auf das, was mein Körper mir sagt. Und je weniger, es ist schon so, wie du sagst, je weniger Leute mir da reinquatschen oder mir sagen, was gut ist oder nicht so gut, desto besser geht es mir eigentlich, weil ich wirklich die Stimmen außen ausblenden kann und mich darauf konzentriere, was mein Körper mir sagt. Ich glaube einfach ganz fest daran, dass der schon weiß, was gut ist. Der weiß das eher als ich. Der weiß, was zu tun ist und ich halte mich einfach daran, was mein Körper mir sagt. Und damit fahre ich momentan sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie lange das so sein wird. Vielleicht werde ich dieses Buch irgendwann wieder in die Hand nehmen. Ich habe mich jetzt nicht dagegen entschieden, jemals wieder Literatur zu dem Thema zu lesen, aber momentan geht es mir einfach besser ohne. Die nächste Frage ist, ob ich die Bohne zeigen werde oder und den Namen verrate. Ehrlich gesagt habe ich da noch keine Ahnung. Wir haben relativ schnell, nachdem wir bekannt gegeben haben, dass wir die kleine Bohne erwarten, Mails bekommen von sehr besorgten Menschen, die uns darüber informiert haben, was gut daran ist, das Kind zu zeigen oder eben auch nicht. Sowohl das eine Extrem, das geschrieben hat, also sie finden es völlig bescheuert, wenn so ein Kind nicht volle Pulle gezeigt wird und gepixelt wird, ist ja totaler Unsinn. Und Leuten, die mir geschrieben haben, ein Kind hat auch ein Recht am Bild und ich würde mich strafbar machen, wenn ich das Kind zeige und so weiter. Also im Grunde gibt es da draußen sehr viele Leute, die eine sehr, sehr starke Meinung zu haben. Und Fritz und ich, wir versuchen einfach das Ganze zu ignorieren und uns unsere eigene zu bilden und selber zu überlegen, was finden wir gut, was nicht. Definitiv wird es nicht so sein, dass ich, wenn ich die Bohne zeige, den Fokus in meinen Videos auf die Bohne lege. Es gibt ja so ein paar Vlogger, die ihr Kind schon auch zeigen, wo es im Hintergrund rumläuft und so weiter, wo es auch nicht gepixelt ist, aber die niemals dem Kind so die Kamera ins Gesicht halten oder das Kind zum Fokus des Videos machen. Meine Vlogs werden sowohl jetzt als auch, wenn die Bohne da ist, sich darum drehen, was ich erlebe, wie es mir geht, was meine Gedanken und Ziele und Wünsche und Träume sind. Und natürlich ist die Bohne dann Teil meines Lebens, aber sie wird nie im Mittelpunkt sein. Ob ich die Bohne tatsächlich richtig zeige und wenn ja, wie lange, weiß ich nicht. Fritz und ich sehen beide, dass sich Neugeborene wahnsinnig schnell verändern. Von daher kann ich mir momentan schon gut vorstellen, euch zumindest, wenn die Bohne da ist, mal das ein oder andere Bild zu zeigen. Einfach weil ich weiß, dass ein halbes Jahr später keiner mehr die Bohne irgendwie erkennen würde. Ob das dann tatsächlich so ist, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht tritt dann auch der Mutterinstinkt ein oder der Beschützerinstinkt oder was weiß ich und ich weigere mich, die Bohne zu zeigen. Ich kann es euch nicht sagen. Momentan weiß ich nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich mich nicht von außen beeinflussen lasse, sondern dass ich es mit Fritz bespreche und wir gemeinsam die Entscheidung treffen, was wir zeigen, was wir euch verraten und was nicht. Und das Gleiche ist im Grunde auch mit dem Namen. Momentan würde ich Ihnen gerne sagen, denn die zwei Namen, die jetzt so ein bisschen in die nähere Auswahl kommen, gefallen mir beide sehr gut. Und da hat man natürlich auch so das Gefühl, ach Mensch, ich will es eigentlich allen sagen, aber ob es dann so ist, kann ich euch nicht versprechen. Da muss ich dann einfach sehen, wie wir uns damit fühlen. Wie sieht es mit Sport in der Schwangerschaft aus? Ich meine, du bist früher auf jeden Fall mal joggen gegangen. Machst du überhaupt Sport, seitdem du schwanger bist? Um ganz ehrlich zu sein, die ersten 3 Monate habe ich fast gar keinen Sport gemacht. Ich habe es immer wieder versucht, aber dadurch, dass es mir körperlich so schlecht ging und ich einfach so unfassbar geschwächt war, war das einfach überhaupt nicht möglich. Ich habe damals auch gleich mit meiner Ärztin darüber gesprochen, ob Joggen eine Idee für mich ist oder eher nicht. Sie hat gesagt, solange ich mich gut damit fühle, besteht im Grunde kein Problem. Wenn ich beim Laufen merke, dass es irgendwie unangenehm ist, sollte ich aufhören. Aber grundsätzlich, wenn man vorher joggen gegangen ist, kann man auch dann in der Schwangerschaft noch joggen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich mich nicht wohl damit fühle, dass ich sehr unsicher bin und dass ich jedes kleine bisschen, was da so im Bauch passiert, gleich überinterpretiere und dass ich ganz schnell das Gefühl hatte, dass ich ganz tolle Schmerzen habe beim Laufen, was natürlich Quatsch ist, das weiß ich selber, aber ich fühle mich einfach nicht wohl damit. Deswegen kann ich momentan oder möchte ich momentan nicht laufen gehen und ich kann nicht sagen, dass das schön ist. Es fehlt mir sehr. Ich genieße das sehr, einfach mich auszupowern beim Laufen. Aber ja, ich suche sozusagen momentan nach anderen Möglichkeiten, mich zu bewegen, weil ich glaube, dass gerade Sport in der Schwangerschaft sehr, sehr wichtig ist und auch danach nicht unbedingt jetzt an der Stelle wegen des Gewichts, sondern vor allem, um fit zu sein, um mich gut zu fühlen. Ich glaube, so eine Geburt wird einem sehr viel abverlangen und auch die Zeit danach wird einem sehr viel abverlangen. Das heißt, umso besser ist es, wenn der Körper fit ist und gesund ist, so gesund, wie er eben sein kann. Daher probiere ich mich jetzt gerade so ein bisschen an Home-Workouts aus. Wenn man bei YouTube eingibt, irgendwie Pregnancy-Workout
Second Trimester, dann findet man ganz, ganz, ganz viele Videos und Workout-Ideen und so weiter. Und da habe ich mir so ein paar rausgesucht, die ich ganz cool finde und die ich jetzt so ein bisschen durchprobiere. Ich teste mich so ein bisschen ran. Ich versuche, so eine Regelmäßigkeit damit zu kriegen, weil ich merke, dass mir das am besten tut. Möchtest du einen Geburtsvorbereitungskurs machen oder einen Kurs zur Babypflege? Wie stehst du zum Thema Stillen? Wie stellst du dir die Geburt vor? Hast du eine Hebamme, die dich begleitet? Um ehrlich zu sein, sind das genau die Fragen, die mich momentan so am allermeisten drücken. Fritz und ich, wir wissen eigentlich seit November, dass wir umziehen werden. Wir wissen schon länger, dass wir eigentlich nicht in Berlin bleiben wollen, aber jetzt gerade mit dem Bewusstsein, dass da die kleine Bohne ist, haben wir natürlich versucht, so schnell wie möglich alle Weichen zu stellen, weil wir beide nicht wollen, dass die Bohne hier geboren wird. Wenn ihr den aktuellen Vlog gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir zurückgehen werden ans Meer. Wir ziehen zurück nach Stralsund, wo wir beide herkommen oder ich zumindest herkomme. Und wir freuen uns darauf sehr, aber es war eben ganz, ganz lange nicht klar, weil da oben die Jobsituation nicht so ganz einfach ist, ob Fritz da einen Job findet oder nicht. Ich kann da mit meiner Selbstständigkeit hingehen, wo ich will. Und so ein bisschen habe ich mich im Zwiespalt gefühlt, weil ich dachte einerseits, okay, ich könnte mir jetzt auch einfach in Berlin einen Geburtsvorbereitungskurs suchen und eine Hebamme suchen und jemand anderem den Platz nehmen, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich umziehe. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich dachte, das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Aber jetzt stehe ich natürlich vor dem Problem, dass ich in Stralsund und Umgebung irgendwie eine Hebamme finden muss. Ich habe, um ehrlich zu sein, wahnsinnige Angst vor der Geburt. Ich habe wahnsinnig Angst, dass ich das nicht aushalte. Ich kenne eben meinen Körper, wie er reagiert bei ganz normalen Endometriose-Menstruationsbeschwerden. Und ich weiß, dass er da nicht gut reagiert. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich das nicht in den Griff kriege. Ich habe mich vor ein paar Jahren eigentlich schon auseinandergesetzt mit dem Begriff Hypnobirthing. Hypnosegeburten, ich weiß, das klingt hippie-mäßig, bitte verurteilt mich nicht, aber wenn man sich so ein bisschen auseinandersetzt damit, dann weiß man, dass das nichts mit Räucherstäbchen und langen Haaren zu tun hat, sondern einfach mit bestimmten Techniken, wie man anders mit Schmerz umgehen kann und weniger verkrampft und einfach am Ende ein bisschen entspannter ist. Die Leute, die es gemacht haben, schwören drauf und immer, wenn ich solche Berichte höre, denke ich, ich würde das wahnsinnig gerne machen, aber es ist so schwer, eine Hebamme zu finden, geschweige denn eine, die sich mit dem Thema auskennt, die bereit wäre, mich zu begleiten. Beleghebamme ist auch nochmal so ein Stichwort. Glaubt mir, seit wir genau wissen, dass wir umziehen, habe ich alle angeschrieben, die irgendwie online zu finden sind. Ich habe nicht eine Antwort bekommen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich werde sich heulen, aber das macht mir echt Panik. Also von daher, momentan steht da noch gar nichts fest. Ich habe einfach nur Angst gerade und versuche, das nicht so hochkommen zu lassen. Ich hoffe einfach sehr, dass ich noch jemanden finde, der Zeit hat für mich und der an meiner Seite sein kann, damit ich einfach nicht alleine durch das Ganze gehen muss, sondern jemanden Professionellen bei mir habe, der an den richtigen Stellen die richtigen Sachen sagt. Mich als Erzieherin interessiert es sehr, wie wollt ihr die Bohne erziehen? Gibt es da Punkte, die euch wichtig sind? Möchtest du dein Kind zu Hause betreuen oder doch in der Kita Tagesmutter? Das ist eine gute Frage. Ich befürchte, ich werde eine sehr strenge Mama. Ich merke einfach an vielen Stellen, dass Kinder um mich rum Dinge machen, die ich einfach so nicht beigebracht bekommen habe und die ich auch nicht möchte, dass meine Kinder sie machen. Klassiker im Treppenhaus rumschreien oder nicht sitzen bleiben beim Essen am Tisch, solche Geschichten. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich merke, dass ich da doch sehr stark eine Meinung habe. Bei vielen anderen Dingen lasse ich es einfach auf mich zukommen. Ich habe gebabysittet, seit ich 18 oder 17 bin, bewusst auch mit dem Gedanken, dass ich gern so viel wie möglich darüber lernen möchte, wenn ich mal Mama sein darf, dass ich dann weiß, was ich will und was ich nicht will. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt von einer meiner engsten Freundinnen, weil ich ihren Sohn sozusagen 2,5 Jahre ganz, ganz eng zusammen auch mit ihr betreut habe. Und an vielen Stellen, wo ich gesagt habe, oh, da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich da reagieren soll, wenn er das und das macht, hat sie mir einfach sehr, sehr wertvolle Tipps gegeben und ich habe das sehr aufgesogen. Ich habe auch gemerkt beim Babysitten, dass ich viele Sachen mache, die meine Mama macht. Bei anderen Sachen werde ich sehen, es kommt ja auch aufs Kind an und darauf, an welchen Stellen das Kind vielleicht schwieriger oder leichter ist oder wie auch immer. Was die Betreuung angeht, habe ich noch absolut keine Ahnung. Ich weiß, dass ich ja relativ schnell Hilfe brauchen werde, einfach weil ich kein Mama-Jahr nehmen kann. Als Selbstständige in meiner Position kann ich nicht sagen, ich bin mal ein Jahr raus, dann kann ich im Grunde die ganze Selbstständigkeit über Bord gehen lassen und das möchte ich auf keinen Fall. Das heißt, ich werde versuchen, so nach 6 bis 8 Wochen wieder so ein bisschen anzufangen. Ich werde viele Sachen vorbereiten, dass dann Sachen auch durchlaufen. Also wird jetzt zum Beispiel auf YouTube nicht 8 Wochen keinen Content geben. Ich hoffe, dass ich das gut hinkriege, dass ich da gut was vorbereitet kriege. Aber dann werde ich sozusagen langsam wieder einsteigen wollen und an der Stelle brauche ich auf jeden Fall Hilfe. Jetzt nicht unbedingt jemanden, der jeden Tag da ist, aber schon jemanden, der vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche kommt und sagt, den Nachmittag hast du frei, ich
kümmere mich um die Bohne. Und da haben Fritz und ich natürlich das riesengroße Glück, dass wir in Stralsund und Umgebung so viel liebe Familie haben, so viele Leute, denen wir unser Leben anvertrauen würden und die auch schon angekündigt haben, dass sie uns helfen wollen, was mich natürlich wahnsinnig beruhigt, weil es in unserer Situation einfach nicht besonders leicht ist, das alles zu organisieren. Eigentlich hätte ich an vielen Stellen sagen müssen, gut, dann geht die Selbstständigkeit drauf, aber dafür habe ich zu hart gearbeitet und mir da zu viel aufgebaut, um das jetzt einfach fallen zu lassen. Und ich bin so froh, dass ich Leute in meiner Umgebung habe, die mich unterstützen wollen oder uns unterstützen wollen darin. Und Freund Fritz hat auch schon angekündigt, dass er ganz, ganz viel da sein wird und ganz, ganz viel einrichten wird, dass ich das nicht alleine machen muss, was sehr beruhigend ist. Aber insgesamt, glaube ich, werden wir dann einfach sehen, wie es läuft und wie wir das alles so gewuppt kriegen. Mal schauen. Ich habe Interesse daran, welche Sachen du jetzt erledigen möchtest vor dem Umzug, also welche Sachen planst du davor? Vor dem Umzug passieren sehr, sehr viele Sachen noch. Wir werden hier definitiv ein paar Möbel loswerden, weil wir schon wissen, dass wir die austauschen wollen, weil die uns zum einen nicht mehr so gut gefallen oder weil die nicht ganz so babytauglich sind. Ich werde definitiv alle meine Sachen nochmal durchsortieren und aussortieren, auch wenn wir nicht besonders viel Zeug haben, aber einfach wirklich sicher sein, dass die Sachen, die wir jetzt mitnehmen, wirklich nur Sachen sind, die wir brauchen und die uns Spaß machen und die uns glücklich machen, weil natürlich da jetzt Sachen dazukommen werden. Wir müssen ein bisschen mehr Platz schaffen für die Bohne und so weiter. Ich habe schon mal gefragt auf Instagram, ich weiß nicht, das kann ich hier auch nochmal machen, ob ihr grundsätzlich Interesse habt an so einer kleinen Aussortierserie. Die könnte ich jetzt auf jeden Fall noch filmen, so ein bisschen zeigen, wie ich aussortiere, was ich aussortiere, warum ich Sachen aussortiere. Nach dem Umzug ist die Liste nicht kürzer, definitiv weiter mich umgucken nach Hebammen und Geburtsvorbereitungskursen und all diesen Dingen, die ich dann jetzt endlich vor Ort auch machen kann. Und so halt, Nestbau und so. Ich hoffe, das Video war interessant und nicht viel zu lang. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, es wird wahnsinnig lang, das werden wir dann ja sehen. Und ansonsten hoffe ich, es hat Spaß gemacht, ihr habt irgendwas gelernt oder verstanden oder was weiß ich, was auch immer euch dieses Video gebracht hat, Interesse gestillt, wie auch immer. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.